Martin, du hast heute das Amt als Präsident der Grünen Liberalen Partei Schweiz abgegeben. Was war der speziellste Moment am heutigen Tag? Ich glaube, es gibt keinen speziellsten Moment. Es war bewegend für mich. Ich war das erste Mal nervös in meiner Rede, einer Abschiedsrede. Ich war bewegt natürlich über das, was andere über mich gesagt haben. Das gehört mir ja selten. Man hört ja nur Positives. Meistens gehört mir das erst viel zu spät. Und, aber auch, wie man unsere Wahl vorbereitet hat und wie ich kann überzeugt sein, meinen Nachfolger das zu übergeben, wo ich überzeugt bin, wird die GLP noch viel weiterbringen, wie das wir in den letzten Jahren gebracht haben. Das macht einen eigentlich stolz und macht Freude und lässt eine positive Zukunft leben. Was ist dein Tipp für deinen Nachfolger? Authentisch bleiben, machen, was er für richtig hält. Und vielleicht aufs Team ab und zu hören, zurückschauen, aber auch auf Basis hören, und dann kommt das sehr gut. Jetzt können Sie, dass du ein bisschen mehr Freizeit hast. Auf was freust du dich? Ja, dann mit der Freizeit schauen wir noch ab. Aber ich freue mich eigentlich einfach darauf, dass ich weniger Verantwortung habe. Nicht immer für alles und jedes am Schluss verantwortlich bin. Das wird mich entlasten. Und dann für die Freizeit bin ich schon Platz mit meiner Frau, was wir machen können. Und das Geschenk, das wir bekommen haben, ist sicher etwas, das in die Richtung geht. Wellness, wo wir sicher mehr werden machen. Herzlichen Dank fürs Interview und vor allem herzlichen Dank für die letzten 10 Jahre. Danke.